Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Modern Warfare 2 Commentary auf meinem Channel. Ich weiß, ich bin schon wieder echt, naja, der Unregelmäßigkeit verfallen, was das Videos machen angeht. Allerdings ist das eins der Male, wo ich echt sage, da hatte ich einen Grund. Ich war auch faul, aber ich hatte echt sozusagen meine Gründe. Denn wie ihr wisst, am Montag fliege ich für 4 Wochen in die USA, da werde ich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil sich das ein paar gewünscht hatten. Und naja, was macht man die Woche davor am besten? Erstmal 3 Klausuren schreiben, ne? Die Woche davor auch noch 2. Und die Wochen davor die beiden LK-Klausuren. Ja, was macht man noch in dieser Woche? Man muss übelst viel vorbereiten, man muss Sachen kopieren für irgendwelche Lehrer, die irgendwas von einem wollen. Man muss alles Mögliche zusammensammeln, man muss für seine Mutter irgendwie am PC was herrichten, damit sie damit klarkommt, während ich weg bin. Also ein Kram halt. Und ich bin immer noch nicht fertig, ne? Das ist ja grausam. Und dann hat man auch noch die Hälfte der Woche bis 20 nach 4 Unterricht, ne? Geil. Kurz zu dem, was man hier im Hintergrund sieht. Oh, nice. Ist ein MW2 Gameplay. Da habe ich jetzt später das gestartet, weil der Anfang war echt langweilig. Da habe ich echt verkackt. Deshalb habe ich auch am Anfang bin ich echt oft gestorben. Aber wo das Gameplay gestartet hatte, hatte ich glaube ich 22:11 oder so ungefähr. Und ab dann wurde es dann ein bisschen besser. Die haben halt mega viel gesniped. Das war halt mega nervig so. Das ging mir so ein bisschen, ja, aufs Säckchen, würde ich sagen. Ja, aber das war ja dann am Ende, finde ich, doch noch eine ganz frische Runde, kann man so sagen. Und, ja gut, über was will ich heute reden? Kurz so, ich hatte halt echt eine Menge wenig Zeit, wollte ich gerade sagen. Wenig Zeit hatte ich, ja. Was ich halt jetzt auf jeden Fall machen will, ist, dass ich noch ein bisschen was vorbereite, wenigstens, für die Zeit, wo ich weg bin. Und keine Ahnung, ob ich da die Möglichkeiten habe, aber wenn, dann kann ich ja von da aus Vlogs oder so machen, das hatten sich auch ein paar gewünscht. Für die, die nicht wissen, wovon ich rede, schaut das letzte Video an oder wartet einfach, bis ich darüber gleich rede, bis ich das genauer erläutere. Aber naja, ich muss halt schauen, was ich da für Möglichkeiten habe. Gut, das Gameplay ist jetzt auch schon gar nicht mehr so lang, deshalb fange ich jetzt lieber schon mal an zu reden. Was mache ich überhaupt in den USA, haben sich einige gefragt. Was heißt, sie haben sich nicht gefragt, aber sie wollten genauer wissen, was ich da mache. Unsere Schule hat eine Art Partnerschule in San Jose, das ist nördlich von San Francisco in Kalifornien, in den USA natürlich. Und das ist die IHS und ich glaube, es steht für Independent High School, ich glaube. Ich weiß nicht genau. Das HS steht auf jeden Fall für High School. Und ja, mit der Schule arbeitet unsere Schule halt so ein bisschen zusammen, von wegen Schüleraustausch. So jedes Jahr, also einmal in einem Jahr fahren die Deutschen dahin, beziehungsweise fliegen. In einem anderen Jahr fliegen die Amis hierhin. Und letztes Jahr waren die Amis halt hier. Das war ja so, dass ich halt später noch in das Programm reingekommen bin, aber das hatte ich ja schon mal erklärt. Und dann hatte ich halt meinen Austauschschüler, der bei mir in der Familie gewohnt hat für 1,5 Wochen oder so, weil das eigentlich für, hey, wäre das für 2 Wochen gewesen, aber ich bin halt erst verspätet nachgerückt. Er hat halt so in meiner Familie dann gewohnt, wir haben alles mögliche zusammen gemacht, wir sind zusammen in die Schule gegangen und so, wir haben halt ganz normalen Alltag verbracht, nur dass er halt in deiner Familie so gewohnt hat. Und das gleiche geht jetzt halt andersrum, wir fliegen dahin, wir fliegen Montagnacht los, beziehungsweise wir fahren Montagnacht zum Flughafen, fahren nach Hannover, dann fliegen wir nach Frankfurt, dann fliegen wir nach San Francisco. Und es ist so, dass wir dann halt insgesamt 2 Wochen, beziehungsweise ein bisschen mehr als 2 Wochen, also 2 Wochen und aber 3 Wochenenden, wenn ihr das versteht. Ja, werden wir halt da sein sozusagen in den Familien. Das heißt, in der Zeit, jetzt natürlich abgesehen vom Wochenende, gehen wir natürlich auch in die Schule. Wir machen da alles ganz normal, wir kriegen da jetzt nicht irgendwie eine Extrawurst, außer dass wir uns halt nicht beteiligen müssen im Unterricht wirklich. Wobei das bestimmt in einigen Fächern, wie zum Beispiel Gesellschaftswissenschaften, ganz interessant sein könnte, weil man ja vielleicht eine ganz andere Ansicht so auf die meisten Sachen hat. Aber das ist an sich schon eine ziemlich geile Sache eigentlich und ich freue mich auch mega darauf. Einfach so, man erlebt erstmal so das ganze Schulleben und so, man erlebt so, was die den ganzen Tag so machen. Weil ich habe ja immer noch Kontakt mit denen, die halt letztes Jahr hier waren und die meisten davon sehe ich auch jetzt nächste Woche dann wieder. Und so über Twitter und so, das halt scheint schon ganz lustig zu sein, was die so die ganze Zeit machen. Und ich finde es ganz cool, mal halt sowas anderes zu erleben, sag ich mal, weil, kein Plan. Deutschland, vor allem wo ich wohne, ist schon echt langweilig. Ich wohne in einem Dorf mit 1200 Leuten und 1000 Rentnern oder so.
Und ja, ist nicht so eine fresche Gegend hier. Und ja, wenn diese 2,5 Wochen vorbei sind, oder ja, diese 2 Wochen und dann noch das letzte Wochenende, also das dritte Wochenende, wenn das vorbei ist, beziehungsweise erstmal sind wir in San Francisco. Ja, wir fliegen Montag los, erstmal San Francisco, von da aus dann in die Familien, so an dem Wochenende. Und dann sind wir das Wochenende, die Woche und dann noch das Wochenende in den Familien. Fahren dann nach Los Angeles für ein paar Tage, für so eine Tour. Was heißt Tour? Für so eine, ja, für so einen halt mehrtägigen Aufenthalt. Wir machen halt alles Mögliche. Und dann fahren wir von da aus. Ich weiß nicht, wo wir zuerst hinfahren, aber ich glaube, wir fahren erst Los Angeles und dann fahren wir von da aus dahin. Dann fahren wir nämlich zum Yosemite Nationalpark. Das ist einfach so viel Natur, ziemlich cool. Wetter ist sowieso geil da. 25 Grad oder so soll das da wohl sein. Und das ist da ganz chillig. Die haben da diese Mammutbäume und so, falls ihr das schon mal gesehen habt. Das ist halt so Yosemite Nationalpark. Das ist halt so, ja, so das Signifikante davon. Und ja, ich freue mich da echt sowas von Hardcore drauf. Also, das könnt ihr euch eigentlich gar nicht vorstellen. Ich freue mich da echt richtig hart drauf. Einfach, die Leute sind mega cool, die Leute sind mega nett, verglichen mit Deutschen oder so. Die sind total offen. Und kein Plan. Immer nett. So, ne? Und als Deutscher bist du sowieso einfach mega interessant für die. Also, ich freue mich da mega drauf. Ich habe da übelst Bock drauf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann kann ich auf jeden Fall noch ein Fragen- und Antworten-Video dazu machen. Vielleicht sogar mit meinem Ami, aber da würde ich dann nochmal extra so ein Ankündigungsvideo zu machen. Aber soweit wäre es das erstmal. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel, dass es das mit den Videos ein bisschen schwierig war. Und wenn doch, dann lasst halt ein Like da. Und wenn ihr es mir nicht übel nehmt, dann auch, ne? Gut, da habe ich euch ein bisschen verarscht, meint technisch. Und deshalb würde ich sagen, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, ciao.